Tag auch und willkommen zum Kampf gegen Mexner. Ihre Heldenfähigkeit nennt sich Fangnetz, kostet 0 Mana, schickt uns zwei zufällige unserer Diener wieder auf die Hand und wird von ihr immer zum Zugbeginn eingesetzt. Deshalb setzen wir auf Diener mit Kampfschrei. Mexner ist eine riesige Spinne! Medivh gegen Mexner! Mögen die Spiele beginnen. Die beiden wollen wir zu Beginn nicht haben. Wir hoffen, dass wir günstige Kampfschreidiener nachziehen, aber die Lüfe, die nehmen wir gern. Dank ihres Gifts werdet ihr einen relativ schmerzlosen Tod erleiden. Danke für die Info. Wir grüßen wie gewohnt erstmal freundlich. Frohes Feiern. Und geben ab. Na klar, alle guten Dinge sind drei Krabbler. Noch eine Lüfe. Gucken wir doch schon mal in die erste. Wir nehmen einen Arkanschlag. Wollen wir schon eine Spinne beseitigen? Irgendwie nicht. Vier davon. Von den Krabbern ist sie echt ein Fan. So, nächste Lüfe. Kältekegel ist ganz gut. Und dann frieren wir schon mal einen Krabbler ein. So, wie machen wir das dann? Wir lassen die erste Spinne zerplatzen. Und entfernen den Kram. Dann knacken wir noch einmal hinterher und geben wieder ab. Okay, Kobra beseitigen. Dann gucken wir mal, wo die Flammkanone einschlägt. War leider zu erwarten. Und dann frieren wir das größte Schadenspotenzial auf ihrer Seite ein. Ein Meeresriese? Mexner! Diese Karte war nicht auf der Liste, die ich genehmigt hatte. Frostnova ist gut, die verschafft uns ein bisschen Zeit. Ist nur die Frage, was wir dann machen. Nächste Runde müssen wir damit den Meeresriesen beseitigen, haben nur ein Mana danach und könnten dann in der nächsten Runde den einfrieren. Das heißt, diese Runde werden wir uns nochmal heilen. Hat jemand den Arzt gerufen? Und den dicken Ping. Den zweitdicksten. Ich glaube fast, es hätte mehr Sinn gemacht, so ein Kruppzeug da zu entfernen. Naja, was soll's. Jetzt dieser Abflug. Und den einfrieren, das war's leider. Noch ein Krabbler. Fünf Schadenspunkte können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Der ist kostengünstiger, um den zu entfernen. Jo, nimm auch davon einen auf die Hand, warum nicht? Pingen wir jetzt oder frieren wir ein?
Ich würde sagen, wir pingen. Volles Board. Arcanexplosion wäre jetzt schön. Das ist leider keine. Also, noch 9 Lebenspunkte. Wir müssen auf jeden Fall den Wolf entfernen. Dann entfernen wir noch den. Und ping das. Ach ja, Quatsch, das Mana haben wir nicht mehr. Also heilen wir uns um 2. Ein Deck voller Krabbler. Die ist an sich nicht schlecht. Hätten wir die Spinnen schon mal zerplatzen lassen. Haben wir aber leider nicht. Machen wir dann jetzt. Wenigstens eine. So. Und nochmal heilen. Der zweite Meeresriese. Na toll. So, wie ist es am sinnigsten? Meeresriesen müssen wir in jedem Fall entfernen. Aber vorher lassen wir die Spinne zerplatzen, dann kriegt sie nämlich nur eine. Und heilen. Okay, dadurch, dass der da drüben verstohlen ist, müssen wir jetzt den Eisblock spielen. Heilen macht keinen Sinn, weil sie unseren Eisblock sowieso auslösen wird. Und deswegen pingen wir davon ein. Ne, lösen wir eine Spinne auf. Viel mehr können wir nicht machen. Sie lässt uns immerhin 3 Lebenspunkte. Das sieht gut aus. Also, den dicken zerstören. Alles erstmal einfrieren, um ein bisschen Zeit zu kriegen. Und wenigstens nochmal ein bisschen heilen. Der Kampf gegen Maxner ist eigentlich nur eine Geduldsprobe. So, den dicken weg. Wir haben 5 Lebenspunkte, 5 Schaden hat sie stehen. Also, erstmal ein bisschen was wegnehmen. Nochmal heilen. Und fertig. Damit haben wir irgendwie verloren. Braucht ihr Feuer? Gibt nichts, was uns rettet. Hat jemand den Arzt gerufen? Doch, der Treffer hat uns gerettet.
Schwein gehabt. Alles klar, noch ist hier nichts entschieden. Braucht ihr Feuer? So, seht jetzt nichts, was Schaden macht. Erstmal um zwei heilen. Und dann sollten wir mal zusehen, dass wir den nächsten Eisblock reinziehen. Dafür kriegen wir zwar nicht wieder alle drei Diener auf die Hand, wäre aber nicht so schlimm. Meinetwegen. So, wir spielen auf jeden Fall erstmal den Eisblock. Dann können wir den da ganz problemfrei wegnehmen. Heilen uns nochmal und drücken den ersten Schadenspunkt mal in Maxners Gesicht. Gut. Wir lassen mal das kleine Ei da drüben zerplatzen. Und entfernen ihn hier rüber. Und den können wir einfrieren. Mehr spielen wir dann nicht. Alles klar. Wir zerstören auf jeden Fall den. Und den anderen auch. Die nächste Karte, die wir nachziehen, werden wir verbrennen, ist aber nicht so schlimm. Meine Hand ist zu voll. Ja, war jetzt nicht weiter tragisch. Was machen wir dann? Wir nehmen die beiden weg. Und brauchen irgendwie mal ein bisschen mehr Platz auf der Hand. Also zerstören wir den und heilen uns nochmal. Nichts gespielt, das heißt, er hat ihren zweiten Diener-Vernichtungszauber gezogen. Gut, wir haben jetzt 9 Karten. Die nächste können wir also noch ziehen. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Jo, den nochmal gepinkt. Und welche Verschwendung? 5 Schaden da rein. Alles klar. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Mit ihm können wir die schon wesentlich einfacher entfernen. Und einfrieren müssen wir bei ihr nichts mehr. Deswegen zerstören wir den zweiten davon auch. Weil egal welchen Diener sie jetzt nachzieht und ausspielt, den können wir damit immer entfernen. Blödes Wiesel. Dann werden wir noch mal einen davon los. Auch los. Zur Zeit, dass wir langsam mal einen antiken Heilbot ziehen. Na bitte, wenn man davon spricht.
nächste Karte wird wieder verbrannt. Wir haben jetzt auch alles auf der Hand, was wir brauchen, um das Spiel zu beenden. Egal, was wir nachziehen, kann gerne verbrannt werden. Auch wenn es der Bronzebart ist. Letzte Karte ist der Bronzebart. In einem Deck voller Kampfschrei-Diener ist es natürlich toll, dass man ihn nicht zieht, aber was soll's. Gut, den werden wir so nicht los, also beginnen wir schon mal ein bisschen damit, Schaden zu machen an Maxner. Tschüss, Bran. Gut, dann müssen wir das beides entfernen. Und Ping Maxner. Wie viele Karten hat sie denn noch? Ich wollte gerade sagen, ja. Interessanter Anzeigefehler. Dann ist es ja entschieden jetzt. Also, dann spielen wir mal ihn ohne Kampfschrei, dann kann er nächste Runde 5 Schaden machen. Ja komm, mach hier eine Animation noch mal so lang, das zieht das Video jetzt noch unnötig in die Länge. So, als nächstes kriegen wir 4, also müssen wir uns immer noch nicht heilen. Und das war's. Unmöglich! Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, sterblicher Winzling. Ist er auch nicht. Als nächstes wartet das Seuchenviertel auf uns. Bis neulich!